Schön, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. But first, Computer, Porn Room an. Und zwar, Leute, möchte ich heute mal einen kleinen Vlog wieder machen, denn ich habe die letzten Tage wieder einen kleinen Kaufrausch hier unten gehabt. Leute, ihr wisst, es war Black Friday und auf Amazon sogar die Cyber Monday Woche. Da konnte ich einfach nicht widerstehen. Deswegen ein paar coole Dinge gekauft. Unterm anderen dieses mega coole Stativ. Das war einfach um die Hälfte reduziert. Ich war total geflasht und ich musste es einfach haben. Wenn es bei mir um Kamerasachen geht, bin ich nicht mehr zu stoppen. Keine Sorge, Leute. Ich überlege immer 5-mal, bevor ich mir was kaufe. Aber man muss auch rechtzeitig zuschlagen, weil sonst ist das Angebot futscht. Ich habe mich jetzt gut rausgeredet, ich weiß. Auf jeden Fall, Leute, sind wir so gut wie es geht mit diesem Zimmer hier fertig endlich. Und wie gesagt, diese Pakete sind jetzt eigentlich die letzten Teile, um das Zimmer komplett fertigzustellen. Unter anderem habe ich mir auch diese coole Studiolampe geholt. Die habe ich mir unbedingt eingebildet. Ihr seht, eigentlich ist es bloß eine riesen Softbox und hier ist diese kleine Lampe. Und das Coole an dieser Lampe ist einfach, sie hat Effekte. Wer wollte noch nicht, dass ein Blitz in sein Zimmer einschlägt? Aber mal ernsthaft, dieses Licht, was diese Softbox macht, ist einfach so soft. Keine Ahnung, ich mag diese Lampe einfach so extrem. Das ist mein Schmuckstück von dem Zimmer eigentlich. Und zwar habe ich mir im Nachhinein noch ein paar mehr coole Schmuckstücke gegönnt. Und die packen wir jetzt erstmal aus. Puh. Jetzt. Okay. Und zwar, weil es im Sonderangebot war und diese Dinge so unglaublich teuer ist, was Smart Home betrifft, habe ich mir nochmal Smart Home Steckdosen gekauft. Die waren von 50 Euro runtergesetzt auf 35, glaube ich. Und dann habe ich noch einen Rabattcoupon von Amazon gehabt. Und dann habe ich nur noch 25 Euro gezahlt. Und dann dachte ich mir, die Hälfte geht voll fit für so ein geiles Teil. Und wahrscheinlich werde ich diese Steckdose hinter meinem PC anbringen, denn diese Lampe schaltet sich nicht automatisch ein. Heißt, ich muss mich hier immer hinterbücken, ausschalten und wenn ich aufnehme, wieder einschalten. Und das ist ein bisschen nervig. Und deswegen möchte ich gerne diese Steckdose hier verbinden. Am besten wäre, wenn ich sie irgendwie hier so am Schrank dran mache. Und dann kann ich das alles schalten, wie ich es möchte. Wenn ich schon beim Thema am Schrank ankleben bin, habe ich hier unter meinem Schreibtisch, wo ist es? Hier ist es. Habe ich hier die LED-Fernbedienung für das Licht hinter meinem Schreibtisch festgelegt, dass man es einfach nicht sieht. Die Fernbedienungen für diesen Schrank und diesen Schrank habe ich auch noch sauber hier versteckt. Also Leute, ich war auf jeden Fall, wenn es um sowas geht, richtig kreativ. Ich merke gerade, das ist nicht eingeschalten. Ha, so, funktioniert doch einmal frei. Weil das Problem war, ich habe die Fernbedienungen immer verlegt und jetzt habe ich mir gestern mal zur Aufgabe gemacht, such mal die Fernbedienungen zusammen und kleb dir wohin, dass du sie auch immer dabei hast. So, was haben wir denn noch Cooles? Hoppala. Ich habe mir ein Stream Deck gegönnt. Einfach aus dem Grund, ich will es nicht zum Stream nutzen. Das möchte ich schon mal gleich anmerken. Und da jetzt wird die Frage kommen, warum kaufst du dir ein Stream Deck, wenn du es nicht zum Stream nutzt? Ich wollte mir dieses Deck einfach kaufen, um schneller in meine Ordner zu gelangen, sagen wir mal so. Weil ich habe mittlerweile so viele Unterordner beim Schneiden. Zum Beispiel habe ich dann einen Hauptordner für Videos und dem geht es dann weiter für YouTube. Und dann geht es dann weiter für Mittlerweile klicke ich mehr in meine Ordner rum, als ich wirklich schneide. Und deswegen dachte ich mir, das ist eine kluge Investition, um einfach meinen Workflow ein bisschen zu beschleunigen, sagen wir mal so. Passt. Wir packen jetzt erstmal aus und dann bauen wir auf. Dann habe ich mir zum Thema Workflow beschleunigen, da wo ich mir allerdings immer noch nicht so sicher bin, ob sich das wirklich lohnt als Workflow beschleunigen, aber es ist Black Friday, ist nur einmal im Jahr. Mann. Und deswegen habe ich mir ein Paket in ein Paket bestellt mit Papier. Und in diesem Papier ist eingewickelt eine Razer Tartarus. Wieso ich mir eine Razer Tartarus gekauft habe? Simpel gesagt, um einfach damit Hot zu gehen. Für
Schnittarbeiten. Und das war halt das, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, aber ich stelle mir das ziemlich cool vor, wenn man hier seine Maus zum Schneiden hat, dann hier die Tastatur und daneben noch das Razer Tarus für spezielle Hotkeys. Also, ihr merkt schon, ich will meinen Workflow für Schneiden ziemlich vereinfachen, dass es auch ein bisschen schneller geht beim Schneiden. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sich das beweist. Ich muss aber auch ehrlich sagen, in den letzten Jahren war ich ziemlich immer von Razer enttäuscht. Ich hatte 3 Produkte von Razer und ich war mit jedem einzelnen Produkt richtig unzufrieden. Und jetzt dachte ich mir, weil Razer die einzige Marke hat, die es eigentlich cool gemacht hat, ich probiere es nochmal aus. Ich hatte immer zum Beispiel Probleme, die Maus, wirklich, das ist so komisch, hat beim Klicken gequietscht. Das müsst ihr euch mal vorstellen, eine Maus quietscht beim Klicken. Das kann man bei einer echten Maus verlangen, okay, wenn man auf sie tippt. aber dann nicht bei der Computermaus. Dann hatte ich ein Headset von ihm noch. Das war auf der einen Seite lauter als auf der anderen. Dann hatte ich noch ein Mauspad. Das hat permanent, es war so ein Metall-Mauspad. Das sollte eigentlich gleiten. Und das hat eigentlich nur gekratzt. Du hast immer wortwörtlich gespürt, wie du die Maus verkratzt. Obwohl die Maus auch noch von Razer war. Meine Erinnerungen daran waren nicht so schön. Und deswegen, weil mittlerweile viele auf Razer schwören, dachte ich mir, okay, komm, eine Chance, so wie habt ihr nicht so. Wenn nicht, war das das letzte Produkt, das wo ich von Razer gekauft habe. Und dann sage ich, Adios. So, da haben wir, ja, sieht stylisch aus, muss man sagen. Sieht richtig stylisch aus. Und ist auch schön verpackt in Schaumstoff. Also die Tasten sind die mechanisch? Hören sich mechanisch an. Stelle ich mir ziemlich cool vor. Stell wirklich, Leute, also erster Eindruck ist schon mal gut. Schaue ich mir auf jeden Fall mal die Tage näher. Dann haben wir das Stream Deck. So. Yeah. Oh, ist das mini. Das hätte ich mir nicht so klein vorgestellt. Diese Dimension einfach. Lol, schaut euch einfach das an, wie mini das ist im Gegensatz. Das ist richtig mini, das habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Lol, auf jeden Fall, erster Eindruck, akzeptabel, sagen wir mal so. Lass ich mich auf jeden Fall auch mal überraschen, was das so kann dann. So, ich habe jetzt alles zum Großteil eingerichtet und hingebaut. Die Steckdose habe ich jetzt da hinten hingebastelt. Und das lässt jetzt mein Computerlicht und die Wände hier. Wieso leuchtet das eine eigentlich nicht? Der Stecker war bloß nicht ganz drin. Auf jeden Fall lassen sich jetzt über diese Steckdose da hinten die Wände und das Schreibtischlicht steuern, was schon mal mega cool ist. Das Razer Keypad habe ich jetzt hier hingebaut. Dann habe ich das Kabel hier unter meinem Mauspad entlang gelegt und hier mit der Tastatur unter meinem Mischpult rein. Dann geht es irgendwo hin zum PC. Das ähnliche, bloß auch cooler, habe ich mit dem Stream Deck gemacht. Und zwar habe ich es einfach hingestellt und habe den USB von hier genau in mein USB-Hub reingelegt, was halt jetzt nicht so auffällig ist, als wenn man den USB direkt ganz nach hinten legt. Es war ein großer Staubkorn. Boah. So, auf jeden Fall ist jetzt mein Gaming-Setup, wie ihr es hier seht, komplett jetzt fertig. Natürlich zähle ich die Kaffeetasse mit dazu, weil ich immer Kaffee trinke und deswegen gehört die einfach dahin. Das einzige, wo ich mich bis jetzt noch nicht dazu ringen konnte, zu einzubauen, ist hier diese Lampe auf so ein Lichtstativ zu setzen. Weil so ein Stativ kostet ungefähr 150 Euro und nee, das ist es mir jetzt nach den ganzen Ausgaben hier nicht wert, sorry. Naja Leute, das hier ist jetzt auf jeden Fall das vollendete Tri-Zimmer. Heißt, der angekündigte Zimmerporn ist nicht mehr weit entfernt. Eigentlich wäre noch geplant gewesen, dass ich noch eine Sache bekomme, aber von dieser Sache habe ich bis heute leider nichts mehr gehört. Wird wahrscheinlich auch nichts mehr. Das wäre jetzt noch das i-Tüpfelchen von dem Zimmer gewesen. Trotzdem Leute, immer nach vorne schauen, ansonsten war es mit diesem kleinen, es war richtig aufwendig dieses Zimmer zu bauen, aber was rausgekommen ist, ist einfach, ich bin top zufrieden mit allem, mit dem Schreibtisch, mit der Deko, ich könnte mich auf jeden Fall nicht beklagen. Ansonsten gibt es auch schon nicht mehr zu sagen, ich hoffe dieser kleine Vlog hat euch gefallen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Ringgeschirr, ciao.